Und ich gucke in die Kamera irgendwie. Space. Space ist für mich Weltraum. Oder Science Fiction. Unendlichkeit. Auch Zukunft. Aber natürlich ist Space einfach auch der Raum, der Ort, dieser Raum. Kantstraße 29 ist ein ziemlich profanes Berliner Ladenlokal, dem wir als laufend Space Souveränität geben wollten. Wir haben den größten Teil des Raums verstellt. Und damit war eigentlich die Ordnung des Laufen Space geschaffen. Es gibt eine große Geste. Mehr oder weniger besteht der Raum aus einem Möbel. Das große Regal ist für mich eine Form von Archiv, in dem die maximale Vielfalt der laufenden Produkte sichtbar wird. Uns ging es um Dialog, nicht Repräsentation. Das war die Idee für die Szenografie. Bilder, die sich zusammensetzen, Atmosphäre, Architektur, Stimmungen, Licht und Farbe, Künstlichkeit. Aber diese Bilder sind gar nicht so konkret, also müssen nicht in jedem Detail exakt sein, exakt lesbar, sondern sind auch oft Andeutungen. Ist natürlich auch Kino. Ist so, dass das, was größer ist, als es eigentlich ist. Die DNA des Laufen Space besteht aus drei Elementen. Dem Archiv, der LED-Wand, die den realen Space virtuell erweitert. Eine Art Fenster in tiefere Räume von Laufen ist, aber gleichzeitig auch das Fenster nochmal zur Straße und dem frei bespielbaren Raum. Die frei bespielbare Fläche eröffnet den Dialog mit der Kunst, der Architektur, Design, Film und im erweiterten Sinne mit der Öffentlichkeit.